In dem Buch wird einerseits erst einmal erklärt, wie der Darm funktioniert und wie das Ökosystem aufgebaut ist. Und dann wird anhand von drei Personen, es ist eine Familie, Vater, Mutter und Tochter, deren Krankheiten erklärt, die vorher unbehandelt geblieben sind. Jeder hat für sich ein Problem, ungelöste Erkrankungen. Und im Endeffekt wird aus dem Buch nachher klar, dass letztlich alle drei gemeinsam eine Darmerkrankung haben, auch wenn sie gar nicht unbedingt Darmstörungen hatten. Und das Buch erklärt auf diese Weise sowohl die Diagnostik als auch die Therapie, sodass jeder Patient sich in hohem Maße dort in dem Buch wiederfindet. Die Kernaussage des Buches ist, dass bei Erkrankungen, welcher Art auch immer, insbesondere wenn sie therapieresistent sind oder bestimmte Medikamente nicht greifen, man sich immer fragen sollte, ob nicht doch direkt oder indirekt der Darm damit zu tun hat. Der Darm als Organ bzw. auch sein Ökosystem natürlich. Wenn das gestört ist, dann kann durchaus, ohne dass jemand Bauchbeschwerden hat, sehr wichtig zu wissen, auch ohne Bauchbeschwerden, kann der Darm Einfluss nehmen auf andere Organsysteme und damit möglicherweise eine Heilung verhindern. Das Buch ist ganz sicherlich, man könnte eigentlich sagen, für jeden geeignet. Es ist bewusst geschrieben, sowohl für Therapeuten, also Ärzte und Heilpraktiker. Die werden sich dort auch fachlich wiederfinden. Es ist also schon sehr qualifiziert geschrieben, aber leicht verständlich, sodass auch der Patient sich dort wiederfindet. Mein Hobby ist nun mal tatsächlich die Medizinpädagogik. Ich versuche immer, die Sachverhalte so einfach wie möglich zu erklären und trotzdem so fundiert, dass jeder sich da irgendwo wiederfindet. Das Buch kann man ganz offiziell im Buchhandel kaufen, man kann es aber auch online bestellen, zum Beispiel auch online bei Biogena.